Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin. Diese Story ist so ich muss sie euch erzählen, das ist so krank. Weil hier geht es nicht nur um eine kranke Beziehung, sondern auch eine kaputte Freundschaft, Leute. Ganze Folgen findet ihr auf meinem YouTube-Channel und schickt mir gerne eure Stories an info@skinmeeting.de. Die Geschichte handelt von Stephanie. Stephanie kommt aus einer übertrieben toxischen Beziehung. 3, 4 Monate und sie verliert so diese Lust am Daten. Sie glaubt nicht daran, dass man in dieser Generation noch jemanden kennenlernt. Und es ist Winter, sie ist voll depressiv. Sie sagt auch allen Freunden ab. Sie ist so in sich gekehrt und sie will einfach nur zu Hause chillen, Popcorn essen und Filme gucken. Das gibt's und es ist auch voll okay, Leute. Ihre beste Freundin ruft sie aber an und sagt zu ihr, hör mal zu, es reicht jetzt. Du bist ständig zu Hause, das ist ungesund. Ich bestelle dir jetzt ein Taxi nach Hause und du kommst zu mir und wir trinken hier was. Irgendwie lässt sich Stephanie überreden und tut's auch. Sie kommt bei ihrer besten Freundin Lucy an. Und dann ist da aber noch so ein Kerl bei Lucy zu Hause. Und Lucy sagt, ey, guck mal, das ist mein Cousin Ricardo. Er ist voll der Coole und so, lernt euch mal kennen. Ich habe ihm auch erzählt von deiner toxischen Beziehung und deiner Phase aktuell. Und der Typ setzt sich so hin und sagt so, ey, Mann, scheiß mal auf den Typen. Was denkt der, wer er ist? Du bist so eine tolle Frau. Und Lucy erzählt halt Ricardo auch, ey, guck mal, Stephanie, ich schwöre. Ist halt so die coolste. Sie hat so viel erreicht in ihrem Leben. Guck mal, wie hübsch sie ist. Sie ist so ein toller Mensch. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen. Und deshalb tauschen auch Ricardo und Stephanie Nummern aus. Die beiden fangen an zu schreiben und sie merkt auch, irgendwie ist da so ein bisschen was. Es zwitschert so ein bisschen, fühlt sich gut an. Also schreiben die beiden auch öfter. Nach 2 Wochen gehen die beiden auch regelmäßig auf Dates. Lucy fragt immer so, hä, wie mit Ricardo? Ey, der meint's doch eh nicht ernst und so. Pass auf, der ist nicht normal. Verstehe ich gerade nicht, warum ihr euch trefft und so. Du merkst so, Lucy hat was dagegen. Aber auch Ricardo hat so ein bisschen was dagegen, dass Stephanie sich regelmäßig mit Lucy trifft. Jedes Mal, wenn Stephanie sagt, ja, ich bin gerade bei Lucy, sagt er, ja, egal, dann melde ich einfach, wenn du da raus bist. Und sie sagt, ey, willst du nicht herkommen? Nee, 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 ich kann heute nicht. Er blockt voll ab. Und nach Wochen entscheiden die beiden dann, hey, wir sind jetzt ein Paar. Die Beziehung läuft extrem gut. Stephanie ist voll glücklich. Alles, was sie in ihrer alten Beziehung nicht hatte, hat sie jetzt in dieser Beziehung. Lucy kriegt es heraus und sagt, hä, wie, ihr habt immer noch Kontakt? Stephanie hatte also so leichtes Gefühl, dass Lucy das einfach nicht will. Hat das aber erstmal so ignoriert und so mal zur Seite gestellt und führte einfach weiter die Beziehung mit Ricardo. Ricardo und Stephanie kommen sich auch näher, werden intim und nach dem ersten Mal begann der Terror. Er fing an, ihr zu verbieten, mit ihrem kleinen Bruder einkaufen zu gehen. Also er blockte sogar Lucy überall und sagte so, ja, Lucy redet schlecht über meine Familie. Es gab da ein Familiendrama und seitdem verstehen wir uns einfach nicht mehr. Deswegen will ich auch nicht mehr, dass du mit ihr abhängst. Sie musste ständig mit ihm sein, ein eigenes Leben war ihr einfach nicht erlaubt. Und Leute, natürlich bemerkte sie, dass das nicht normal ist. Aber sie dachte sich, ey, das ist nur eine Phase. Er hat mir dabei geholfen, über meinen toxischen Ex hinwegzukommen. Ich habe ihm auch voll viel zu verdanken. Sie hat sich das so gut geredet. Und dann, nach 1,5 Jahren Beziehung, erfährt sie das erste Mal, dass er ihr fremd geht. Sie findet Chatverläufe auf seinem Handy. Er sagt ihr immer, dass er gar kein Instagram hat, aber er hatte ein Fake-Profil und hat damit seine Affäre geschrieben. Sie beendete die Beziehung und nach 2 bis 3 Monaten bedrohte er sie und sagte zu ihr, wenn wir uns nicht treffen, werde ich deinem Vater alles erzählen. Ich werde deine Nacktbilder verbreiten. Ich habe Fotos von dir geschossen und sie hatte Schiss. Es ist immer das gleiche Muster, Leute. Immer das gleiche. Also trifft sie sich unten in so einer Hotelbar mit ihm, redet mit ihm und er macht ihr ganz klar, du wirst keine Zukunft ohne mich haben. Du gehörst mir. Er presste sie. So kam sie wieder mit ihm zusammen unter Druck. Aus Angst. Und in der Zeit, wo die beiden getrennt waren, fand sie halt einen Job, der halt nicht nur Homeoffice war, wie in der Beziehung, weil sie das musste, sondern einen normalen Job, wo sie halt hingegangen ist. Als er das erfuhr, rastete er aus und schlug ihr richtig fest ins Gesicht und sagte zu ihr, du bist eine... Du möchtest mir nur fremd gehen mit deinen Arbeitskollegen. Durch seine Anwesenheit verlor sie schon wieder den Kontakt und Draht zu all ihren Freundinnen. Geschlechtsverkehr fühlte sich an wie eine Vergewaltigung. Sie bemerkte, dass er immer wieder Lügengeschichten erfand. Er hatte 2 Handys, auf die sie nicht zugreifen durfte. Und sie trafen sich auch nie draußen. Die Beziehung ging damals 3 Jahre. Und in dieser Zeit verbot er ihr halt den Kontakt zu allen, sogar zu ihrer eigenen Familie. Und immer wenn sie was sagte, schubste er sie gegen die Wand, wurde extrem aggressiv, war voll außer sich. Er manipulierte sogar ihre Familie, sodass sie dachten immer, es sei alles okay. Dann erfährt sie, dass sie schwanger ist. Sie erzählt es aber keinem, weil sie einfach Angst hatte und überfordert mit der Situation war. Es stand die große Weihnachtsfeier ihrer Firma an und sie wollte natürlich hingehen, mit den Kollegen Spaß haben, schönen Abend. Sie sagte ihm also, ja, da ist diese Weihnachtsfeier und er rastete am Telefon sofort aus. Es gibt keine Weihnachtsfeier für dich. Du kannst das vergessen. Und wenn du dich traust, heimlich dahin zu gehen, dann finde ich dich und dann schlage ich dich so lange, bis du dir in die Hose machst. Sie saß in ihrem Auto und weinte einfach, weil diese Situation sie so fertig machte. Sie dachte sich, mit wem bin ich da in einer Beziehung? Warum komme ich da nicht raus? Sie kämpfte so mit sich selbst. Sie kommt also nach Hause zu ihm, er fängt an, sie zu schlagen und sie kann einfach mit diesem Drama nicht mehr umgehen und schreit. Es wird immer lauter und lauter und er sagt, es reicht. Du willst einfach nur, dass ich Stress habe mit der Polizei. Du willst mir einfach nur Ärger machen. Und sie
meinte, nein, ich merke, es geht mir nicht gut, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und der Typ weiß ja gar nicht, dass sie schwanger ist. Sie sagt, bitte bring mich einfach zu meinen Eltern, ich will einfach nur zu meinen Eltern. Sie wollte einfach jemanden um sich haben, der sich um sie sorgt, um sie kümmert. Sie rief ihre Arbeitskollegin an und die kam sofort. Holte sie ab und fuhr sie zu sich nach Hause. Und bei ihrer Arbeitskollegin zu Hause merkte sie, dass sie so voll die Blutungen hat, dass ihr nicht gut geht. Und sie dachte sich, vielleicht ist es meine Periode. Und später kam aber raus, dass sie das Kind im dritten Monat verlor. Sie rief ihn an aus schlechtem Gewissen und sagte zu ihm, guck mal, ich werde jetzt ehrlich zu dir sein. Ich war schwanger, ich habe es dir nicht gesagt. Ich habe das Kind jetzt im dritten Monat verloren und du bist schuld daran. Du schlägst mich in meiner Schwangerschaft. Ja, du wusstest nicht, dass ich schwanger bin, aber ich will dir jetzt damit einfach mal erklären, was für ein Ausmaß, was für eine Konsequenz deine Handlungen haben. Sie hat die Hoffnung gehabt, dass er nicht mal dieser Psycho ist. Er ist geschockt und sagt, wen willst du verarschen? Denkst du, ich habe jetzt Mitleid mit dir? Weißt du was, du blöde Kuh? Ich habe dich die ganzen Jahre betrogen. Ich habe dich die ganzen Jahre betrogen und rastet aus. Aber jetzt kommt der Knaller, Leute. Sie glaubt ihm. Der hat mich safe betrogen. Ich weiß ja auch, dass er mich betrügt. Aber 4 Jahre? Was steckt dahinter? Deine ach so beste Freundin Lucy. Deine Lucy. Sie ist nicht meine Cousine. Sie ist nicht deine Cousine. Tja, die ist nicht meine Cousine. Sie war meine Freundin. Und auch schon an dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben. Sie sagt so, was? Wie sie war deine Freundin? Was? Ja, du bist so dumm. Du hast uns alles abgekauft. Du bist so dumm. Wir wollten dich an dem Abend nur verarschen. Wir waren frisch zusammen. Du wusstest noch nichts von unserer Beziehung. Einfach nur so getan, als wären wir Cousin und Cousine, wollten sehen, wie du reagierst. Du hast uns voll abgekauft. Was denkst du, warum ich nicht wollte, dass du Kontakt zu Lucy hast? Lucy weiß davon. Lucy weiß von allem. Und weißt du was? Lucy ist schwanger. Und zwar von mir. Bruder, was? Was? Sie blockte ihn überall, erzählte alles ihren Eltern. Alle waren geschockt. Und sie bekam seitdem jeden Tag von ihm Videos von ihm und Lucy, die rumknutschten und rummachten. Später erfuhr sie dann, dass er ein extrem krimineller Typ war und auf der Flucht vor der Polizei war. Das ist jetzt ein paar Jahre her und tatsächlich sitzt er gerade im Gefängnis. Und Lucy zieht ihren gemeinsamen Sohn alleine groß. Aktuell ist sie Single, extrem glücklich, fühlt sich wie ein freier Vogel und genießt ihr Leben in vollen Zügen. Ihre Message an euch ist, Leute, lasst euch von nichts und niemandem irgendwas verbieten. Ein Partner im Leben soll einen Mehrwert bieten, keine Belastung. Und Angst gehört absolut nicht in eine Beziehung. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare.